Zum Glück habe ich genügend Ether. Einen habe ich eben noch gesehen. Und wie ziehe ich es ab? Ja, danke. Boah, Alter, willst du mich jetzt verarschen oder so? Kann ich damit wenigstens dich zurückschrecken oder an den Knirscher was mit Verteidigung senken? Natürlich kann ich nicht. Bin ich paralysiert? Ich bin paralysiert. Das zieht übelst viel ab. Nein, ich bin komischerweise nicht paralysiert. Aber Alter, ich hasse dieses Relaxo. Es geht mir so auf den Senkel. Natürlich bin ich paralysiert. Wenn nicht beim ersten, dann beim zweiten Mal. Boah, geht mir die Fiat schon auf den Sack, ey. Alter. Wenn sie Reflektor jetzt weg. Jetzt nochmal ein Top-Genesung draufhämmern. Dankeschön. Ja, zwei Äther haben wir, zwei Top-Äther haben wir. Sagen wir es so an. Tränken wird uns nicht mangeln. Notfalls kann ich dann auch noch die 20 Erholungen damit überbrücken, falls nötig. Was hoffentlich nicht der Fall sein wird. Bitte lass es nicht so weit kommen. Bitte lass mich jetzt nicht paralysiert sein, sonst komme ich ins Spiel und erwürge dich. Der Reflektor ist weg. Bitte lass das wenigstens einigermaßen reinhauen. Da wäre ich ja so froh drüber. Der Relax ist kein Death Monster, das muss man schon sagen. Und ich glaube, ich kann das jetzt mit Erdbeben. Reicht das jetzt mit Erdbeben? Bitte lass es reichen, bitte lass es reichen. Ich habe keinen Bock da jetzt so lange. Vor allem, weil es jetzt passieren könnte, dass mich das jetzt noch mit Body Slam kriegt. Ja! Boah, das ist einzig wohl, mit ich mir von vornherein sicher war, dass ich Probleme haben werde. Boah. Sorry, wenn ich mich so übermäßig damit freue, aber auch wirklich jedes Mal, wenn ich gegen den gekämpft hatte, egal was ich für ein Team habe, hatte ich mit diesem Relaxo Probleme. Ich hatte mit diesem Relaxo Probleme. Auch wenn mein ganzes Team auf 80 war. Apropos 80, ich hatte gesagt, dass es Pikachu 84 ist. Habe ich mich glücklicherweise etwas vertan. Du wirst entweder Hydro-Pumpe oder Shadow-Wurm einsetzen. Bei Shadow-Wurm habe ich dann noch einen Zug, um zu reagieren. Bei Hydro-Pumpe wirst du mir nicht genügend erzielen, dass du mich one-hittest. Also für die restlichen KP gesehen one-hittest. Okay, du setzt Surfer ein, das ist unerwartet. Dann könnte ich sogar quasi noch zwei aushalten. Ich bin mir erstmal aber nicht sicher, weil er könnte jetzt Hydro-Pumpe einsetzen. Das Risiko würde ich lieber nicht eingehen, weil ich habe zwar noch 14 Beleber, aber keine Top-Beleber mehr. Ja, wenn es dann um den Kampf geht, dann ziehe ich lieber meinen Schwanz ein. Und er setzt trotzdem Surfer ein. Okay, der NPC ist doof. Ich hätte sowieso damit gerechnet, dass er Shadow mal einsetzt, aber. Hey, komm, lass mal ihn seinen Spaß, Hauptsache er trägt mich nicht. Versuchen wir mal mit Biss ein bisschen unter die Hälfte zu noch ein Stück und dann kriege ich ihn mit Erdbeben down. Ich weiß nicht, wie viel ich mit Surfer abgezogen hätte, aber das Vieh ist eigentlich eher auf Verteidigung und Spezialverteidigung ausgelegt. Von daher wäre ich mir damit Surfer nicht ganz so sicher. So, und jetzt sollte das Erdbeben super sitzen und auch super passen. Da es nicht in den roten Bereich reingeht, wird er auch hundertprozentig keinen Trank einsetzen. Das ist sehr gut. Bam! Headshot. Mehr oder weniger. Im Erdbeben Headshot. Yes! Na, jetzt noch das Glurak und dann ist auch eher Geschichte. Jetzt mit Steinhagel wäre es natürlich einfacher, weil es dann doppelt so effektiv gewesen wäre. Oder wie manche sagen, was ich für falsch halte, vierfach effektiv. Okay, vierfach effektiv, das kann ich ja noch einsehen. Aber viermal. Okay, viermal effektiv sagt keiner, weil dann müssen es vier Typen haben. Ich habe nichts gesagt und ich wundere mich ein wenig. Okay, dann. Okay. Geht klar, ich habe ja eben auch mit einem KP überlebt bei dem Solarstrahl, was auch eigentlich ungerechtfertigt war. Von daher akzeptiert, ich habe den Relaxo down bekommen, das ist mir scheißegal. Natürlich bin ich verbrannt. Was mich jetzt
relativ wenig kümmert. Dann setzt du jetzt wahrscheinlich auch eine Top-Genesung ein. Du wärst doof, wenn du es nicht tun würdest. Respekt. Respekt an die KI dieses Spiels. Wirklich Respekt an die KI dieses Spiels. Der Pokémon-Champ aus dem ersten Teil, aus der ersten Generation quasi rot, blau und gelb, ist nicht schlau genug, um einem Pokémon mit einem HP einen Trank zu geben. Respekt an die KI dieser Generation. Respekt an die KI. Und du kannst, dieses Spiel kann mir auch nicht erklären, dass der Champion aus der ersten Generation keine Tränke hat, weil ich habe mich mit Tränken durchgeboxt. Ich hätte die Gegner eher mit Tränken totschmeißen können. Ich habe wirklich so viel gefarmt. Okay, in der ersten Generation ging es nicht, aber so in Feuerrot und Blattgrün, da konnte ich die Gegner dann mit Tränken totschmeißen. Ja, er sagt nichts und teleportiert sich einfach weg. Und jetzt abspannen. Was ein Wunder, wir haben das Spiel zum zweiten Mal in einem Durchlauf geschafft. Aber das ist jetzt, denke ich, meine finale Titelscreen und ich werde die Bewertung jetzt einfach sein lassen, denn ich habe es ja schon nach dem Champ gemacht. Ich mag die Musik total. Ich sollte mal versuchen, davon Remix zu machen. Könnte ich ja mal als nächsten Angriff nehmen. Ich habe sowieso gerade nichts zu tun. Kusilla ist das Vieh. Kusilla. Ah, ich mag das Vieh nicht. Ich mag Kusilla nicht. Ist zwar putzig, aber das war dann auch schon. Ach, bitte ist süß. Aber scheiße. Süß, aber scheiße. Finde ich. Ich meine, man kann es taktisch gut einsetzen. Glaube ich zumindest. Aber so Bombe finde ich das jetzt nicht, vor allem weil ich damit überhaupt nicht umgehen kann. Fluffeluff, so. Süß ist aber eigentlich unnötiges Pokémon. Vor Pummeluff hätte eigentlich nichts mehr kommen müssen. Aber naja. Sonst wären in der zweiten Generation wesentlich weniger Pokémon da gewesen, sage ich jetzt mal. Besonderer Dank an bla 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 bla. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. 1995 bis 2001. Ende. Und ich bin hier. Oh, wie praktisch. Ich habe gerade die 16 Minuten passiert. Ich denke, die Items interessieren keinen. Und ja, ich denke, das war dann Let's Play Pokémon Kristall. Als nächstes wird, wie gesagt, Portal 2 folgen. Das ist, wie gesagt, auch schon fertig aufgenommen. Und wie gesagt, habe ich das mit einem Freund gemacht, der auch einen YouTube-Channel hat, den ich komischerweise nicht gefunden habe. Wie auch immer das geht. Falls ich ihn finde oder er mir per PN schickt, werde ich ihn in jedem Part von Portal 2 verlinken. Natürlich werde ich das tun. Rein des Anstands halber und ich erkläre dieses Let's Play hiermit diesen Satz für beendet. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Let's Play. Bis dahin.